Jetzt hat Herr Kollege Linders das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Der Kollege Bocklet hat ja versucht, jetzt die ganze Rede darauf zu verwenden, klarzumachen, dass es alles schon gar nicht so schlimm werden wird, wie wir das interpretieren. Und der Kollege Irmer hat ja ihren Auszug schon aus dem Wahlprogramm zitiert. Ich will das auch weiter anführen. In der Wirtschaftswoche wird Ihre Spitzenkandidatin Frau Göring-Eckert, ich zitiere mit den Worten, alle Verdienste über 100 Euro im Monat sollen steuer- und abgabenpflichtig werden. Mit reduzierten Beiträgen für geringe Einkommen, sagte die Spitzenkandidatin der Grünen. Das, meine Damen und Herren, ist de facto die Abschaffung der 450-Euro-Jobs. Nichts anderes. Und ich will mal an eine Zeit erinnern, kaum hatte die Ich AG das Licht der Welt erblickt. Da gab es eine Bundesregierung von Rot-Grün. Die haben dann ein Gesetz zur Bekämpfung von Scheinselbstständigkeit auf den Weg gebracht. Also erst Ich AG eingeführt, dann Scheinselbstständigkeit wieder bekämpfen. Diese Bundesregierung von Gerhard Schröder hat die 1-Euro-Jobs eingeführt. Und diese Bundesregierung, das zum Thema Glaubwürdigkeit, es wird schon alles nicht so schlimm kommen, hat eben die damaligen 500-D-Marks-Jobs auch abgeschafft, war auf dem besten Wege. Und Herr Bocklet, hören Sie einfach mal zu. Na, tut er nicht, gut. Es hat Riesenproteste gegeben. Es hat Riesenproteste gegeben aus der Gastronomie, aus dem Einzelhandel, aus allen Branchen, die sich mit Dienstleistungen beschäftigen, aus der gesamten Kultur- und Kreativwirtschaft. Das ist ganz tief in das grüne soziale Milieu hineingegangen. Die Bundesregierung von Gerhard Schröder hat darauf reagiert, hat ihren eigenen Beschluss wieder zurückgedreht und die heutige rechtliche Grundlage für die 450-Euro-Jobs geschaffen, wie wir sie heute haben, meine Damen und Herren. Nichts anderes. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und meine Damen und Herren, das ist dann weder ein Schenkelklopfer noch sonst irgendwas. Wir haben ja den Worten vom Kollegen Decker dann entnehmen dürfen, weil das hat mich dann schon interessiert, aber die SPD steht dann geschlossen an der Seite der Grünen. Das heißt also, der Vorwurf gilt genauso für die SPD. Sie wollen die 450-Euro-Jobs, ein Stück weit Flexibilisierung am Arbeitsmarkt, abschaffen, meine Damen und Herren. Sie wollen... Ja, ich will es Ihnen gerne sagen. Wir wollen diese 450-Euro-Jobs, wie sie heute existieren, beibehalten. Wir haben ja als Bundesregierung nicht umsonst die 400-Euro-Jobs gerade auf 50-Euro-Jobs mit 50 D-Mark auch noch aufgestockt, Frau Kollegin. Das machen wir ja nicht aus Dafte. Das sind 50 Euro, die den Menschen direkt ins Portemonnaie gegangen sind, meine Damen und Herren. Direkt ins Portemonnaie. Ja, Sie mögen es ja vielleicht nicht glauben, aber es gibt tatsächlich immer noch Familien, wo es zwei Einkommen gibt, wo es in der Tat nicht reicht, dass ein Einkommen dazu auslangt, weil Sozialabgaben und Steuerbelastungen zu wenig fürs Leben und zur Ernährung einer Familie übrig lassen. Das wollen wir ja gar nicht wegdiskutieren. Aber es sind gerade die Einkommen, wo der Partner dann auch einen 450-Euro-Job wahrnimmt und diese Haushaltskasse aufbessert, meine Damen und Herren. Damit leisten sich diese Familien eben noch mal einen Urlaub, leisten sich vielleicht die Rückzahlung von einem Häuschen, leisten sich vielleicht auch noch mal eine zusätzliche Altersversicherung. All das wollen Sie diesen Menschen wegnehmen. Ich kann es nicht begreifen. Ich kann es nicht begreifen. Das ist familienfeindlich und in weiten Teilen auch frauenfeindlich, Frau Kollegin. Ja, natürlich. Natürlich, schauen Sie es doch mal an. Wie sieht denn die Realität aus? Herr Kollege, gestatten Sie Zwischenfragen? Gerne. Frau Abgeordnete Schulz-Asche. Herr Kollege, könnten Sie mal bitte erklären,
die fehlenden Altersversicherungen für die jetzt im Minijobs Beschäftigten kompensiert werden sollen durch die 450 Euro, die sie erhalten. Das ist doch genau das Hauptproblem, dass eben in die Altersversicherung nicht eingezahlt wird. Und deswegen meine Frage, was meint die FDP, wie wir die Altersarmut gerade von älteren Frauen verhindern wollen? Herr Präsident, ja, ich will gerne darauf antworten, weil Sie das zusätzliche Einkommen, was Sie haben, auch nehmen können, um privat Altersvorsorge leisten zu können, meine Damen und Herren. Ja, natürlich. Und ich will Ihnen auch sagen, Frau Herford, wenn Sie sich das mal anschauen, es gibt ja bereits bei den 450-Euro-Jobs die Möglichkeit, Anteile und aufzustocken, um in die Rentenversicherung einzuzahlen. Viele von diesen Beschäftigten machen davon keinen Gebrauch. Warum? Weil diesen Menschen es wichtiger ist, nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen, sondern lieber auch noch Privatvorsorge betreiben oder aber auch sich mal was leisten von dem Geld, was sie dann überhaben. Dieses Leistungsprinzip oder dieses Gefühl, dass man sich auch noch mal was leisten kann, scheint Ihnen ja mittlerweile total abzugehen, meine Damen und Herren. Das scheint Ihnen ja total abzugehen. Die 450-Euro-Jobs sind ein klassischer Zusatzverdienst, nichts anderes. Sie sind eine Ergänzung zur regulären Beschäftigung, als etwas anderes sind sie überhaupt nicht gedacht. Und mit den Midi-Jobs, mit der Gleitzone, schaffen wir genau eine Anpassung bis zu einer Teilzeitbeschäftigung, mit einem leichten Aufwuchs in die sozialversicherungspflichtigen Verhältnisse und mit einem leichten Anstieg der Beiträge zur Sozialversicherung. Und bitte? Ja, natürlich, das ist bei den Midi-Jobs haben Sie einen leichten Anstieg. Das ist etwas übrigens, wo wir die rot-grüne Bundesregierung von seiner Seite ja überhaupt nicht für kritisieren. Es ist der Übergang in reguläre Beschäftigung, wenn Sie das auch nicht wahrhaben wollen. Wenn Sie es auch nicht wahrhaben wollen. Von den haushaltsnahen Dienstleistungen ist schon gesprochen worden. Was Sie schaffen mit Ihrer Regelung, mit Ihren Vorstellungen zu den 450-Euro-Jobs, ist, dass Sie auch die haushaltsnahen Dienstleistungen wieder abschaffen. Das ist die Grundlage dafür. Und was machen Sie? Es ist doch nicht so, dass die Menschen dann alle nicht mehr eine Haushaltshilfe benötigen, sondern Sie treiben die Menschen in die Schwarzarbeit. Sie treiben die Menschen in die Schwarzarbeit. Die Regelung, die wir jetzt haben von den haushaltsnahen Dienstleistungen, hilft der Putzfrau, wenn sie auf der Leiter steht, runterfällt, dass sie auch versichert ist, meine Damen und Herren. Sie muss eben nicht irgendwo eine Lüge bei der Krankenkasse hintergehen, sondern sie kann ganz regulär angeben, dass sie bei einem haushaltsnahen Dienstleistung, dass sie dort gestürzt ist und dass sie einen Berufsunfall hat und dass sie auch abgesichert ist, meine Damen und Herren. All das wollen Sie nicht hören. Sie treiben die Menschen in die Schwarzarbeit. Und es sind natürlich vielfach Studenten und Rentner. Der Großteil derer sind eben unter 25 oder über 60. Und dass es eine Zerstückelung von Vollzeitstellen geben soll, meine Damen und Herren, da weiß ich nicht, wo der Kollege Deckert da so seine Erkenntnis hat. Also wenn ich mir das mal anschaue, Hessen hat seit 2006 bis 2012 140.000 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Jobs und gleichzeitig 5.000 Minijobs weniger, meine Damen und Herren. Das, was Sie betreiben, ist Legendenbildung. Sie brauchen ein Problem, um Wahlkampf zu betreiben. Das ist der einzige Grund, warum Sie das hier so darlegen. Mit der Realität hat das nichts zu tun. Und ich will Ihnen auch noch sagen, dass es durchaus sehr existenzbedrohend ist für viele kleine mittelständische Betriebe, für viele kleine Familienbetriebe. Die Minijobs sind in den Stoßzeiten sehr, sehr wichtig. Und das sind natürlich regelmäßige Arbeitsverhältnisse. Weil Sie in einem Einzelhandelsgeschäft eben eine Öffnungszeit von 9 bis 19 Uhr, das können Sie prima mit der Stammbelegschaft abdecken. Aber Sie müssen dieses Geschäft eben auch offen halten über einen Zeitraum, wenn richtige Stoßzeiten da sind. Und an dem Samstag sind, am Freitag und Samstag, haben Sie richtige Stoßzeiten. Und dann brauchen Sie regelmäßig 450-Euro-Kräfte, die mit anpacken. Und Sie haben das beim Bäckerhandwerk. Sie haben das beim Bäckerhandwerk,
wenn die morgens anfangen zu kommissionieren. Das sind kurze Stoßzeiten, wo Sie diese Jobber brauchen, meine Damen und Herren. Schaffen Sie das ab, dann gefährden Sie die Existenz von diesen Unternehmen und damit gefährden Sie die Existenz der übrigen Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigten, meine Damen und Herren. Das ist die Konsequenz von grüner und dann jetzt auch SPD-Politik. Das wollen wir nicht. Dagegen werden wir uns in jedem Augenblick des Wahlkampfs in den nächsten Wochen noch auseinandersetzen. Wir werden es Ihnen nicht durchgehen lassen, dass Sie den Menschen Sand in die Augen streuen, meine Damen und Herren. Das beste Beispiel ist, Rot-Grün hat die Minijobs schon mal abgeschafft und hat sich dann eines Besseren besonnen. Und das ist die Regelung, die wir heute haben. Und genau das werden wir den Menschen da draußen auch sagen, meine Damen und Herren.